Genf heute. Und wieder ist Warten angesagt. Hallo und Privet aus Kaliningrad. Zwei Außenminister haben sich in Genf getroffen. Wieder einmal getroffen. Die Welt hat danach erfahren, dass es nichts Neues gibt. Die Lage bleibt nicht nur angespannt, sondern wird mit jedem Tag gefährlicher. Erinnern Sie sich noch? Im Dezember begann die außenpolitische und Sicherheitsinitiative des russischen Präsidenten. Russland stellte endlich mit unmissverständlichen Worten klar, dass es sich in der engen Nachbarschaft zu NATO-Staaten unsicher fühlt. Um dieses Gefühl zu korrigieren, gab es Forderungen Russlands, die sich für den untrainierten Medienkonsumenten wie ein Ultimatum anhörten. Aber nach offizieller russischer Lesart kein Ultimatum sind. Letztendlich ist es dem einfachen Paul oder Anton völlig egal, wie man die Sicherheitsvorschläge Russlands bezeichnet. Wichtig ist das Resultat. Und es wird ein Resultat geben. Daran besteht kein Zweifel. Ob dieses Resultat allerdings alle zufriedenstellt, daran darf durchaus gezweifelt werden. Als die Sicherheitsvorschläge von Russland Ende 2021 veröffentlicht wurden, wurde gleich gesagt, dass man keine Zeit für lange Diskussionen habe. Entweder die westliche Solidargemeinschaft erfüllt die Punkte oder Russland wird die gleiche Unwohlfühlsituation für diese Staaten schaffen, wie sie jetzt bereits Russland am eigenen Leibe spürt. Die Gespräche wurden gleich zu Anfang des Jahres zügig geplant und drei Gesprächsrunden mit angeblich unterschiedlichen Teilnehmern folgten Schlag auf Schlag. Warum angeblich unterschiedliche Teilnehmer? Nun, es glaubt doch nicht wirklich jemand ernsthaft, dass es sich bei der NATO und der OSZE um wirklich unabhängige, von den USA unabhängige internationale Organisationen handelt. Eigentlich sollte danach von Russland eine Reaktion erfolgen. Die Gespräche verliefen ergebnislos und Russland zeigte keine Reaktion. Man teilte der Welt mit, dass man von den USA und der NATO das Versprechen erhalten habe, innerhalb Wochenfrist eine schriftliche Antwort auf alle besprochenen Fragen zu erhalten. Die Woche verging und es gab keine Antworten. Dafür gab es ein neues Treffen am 21. Januar in Genf. Ergebnisse gab es keine. Außer dem wiederholten Versprechen, bis Ende Januar eine schriftliche Antwort auf die von Russland angesprochenen Fragen von den USA zu erhalten. Warten wir also weitere 10 Tage, bis die schriftlichen Antworten vorliegen. Wie diese Antworten aussehen werden, kann sich jeder denken. Denn wenn die Gespräche schon nicht erfolgreich sind, wie sollen denn dann die schriftlichen Antworten so sein, dass Russland damit zufrieden ist? Bis zum Eintreffen, dem vermutlichen Eintreffen der Antworten aus den USA und vielleicht auch von der NATO, hat die westliche Solidargemeinschaft ausreichend Zeit, jeden Tag zu wiederholen, dass Russland in die Ukraine einfallen wird. Je nach Tagesform wird die Gefahr mal größer und dramatischer und mal weniger größer und dramatischer dargestellt. Blinken meinte, dass Russland der Weltöffentlichkeit ganz einfach beweisen kann, dass man die Ukraine nicht angreifen will. Man solle einfach nur seine Truppen von der ukrainischen Grenze zurückziehen. Das wäre dann der ultimative Beweis für Russlands Friedensliebe. Nur einfache Worte seitens Russlands
reichen der Weltöffentlichkeit nicht, meinte Blinken. Ich finde, dass dies ein guter Gedanke des amerikanischen Außenministers ist. Russland zieht seine Truppen von der ukrainischen Grenze zurück. Wie weit? 500 oder 1000 Kilometer, darüber kann man ja nochmal mit den westlichen Partnern sprechen. Aber Russland fühlt sich genauso verunsichert wie die Ukraine, wo doch die NATO genauso dicht an der russischen Grenze steht wie die russische Armee an der Grenze zur Ukraine. Somit wäre es doch nur logisch, dass sich auch die NATO um die gleiche Anzahl von Kilometern zurückzieht wie die russische Armee. Also 500 oder 1000 Kilometer, oder? Und es ist doch auch verständlich, dass, wenn es der Weltöffentlichkeit nicht ausreicht, dass Russland mündlich verspricht, nicht anzugreifen, dass auch die mündlichen Versprechungen der NATO, dass man ein reines Verteidigungsbündnis ist, Russlands Bevölkerung auch nicht ausreicht. Handlungen sind gefragt und das ist genau das, um was Russland bittet. Nein, nicht bittet, fordert. Ich stelle mir vor, dass beide Seiten sich einigen, ihre Truppen um 1000 Kilometer zurückzuziehen. Und wir erhalten einmal quer durch Europa einen entmilitarisierten Streifen mit einer Breite von 2000 Kilometern. Pech natürlich nur, dass dann wohl kaum noch Platz für die Amerikaner in Europa ist. Wie viele Kilometer sind es eigentlich von der polnischen Ostgrenze bis zur französischen Küste? Wie es jetzt ausschaut, so zumindest mein Eindruck, ist der Zeitdruck, den Russland Anfang des Jahres aufgebaut hatte, um seine Sicherheitssorgen zu lösen, nun doch ein wenig abgelassen worden. Denn Lavrov formulierte, dass es sich auch bei diesem Treffen vom heutigen Tag wieder nur um ein Zwischentreffen gehandelt habe. Also kommen noch weitere Treffen und Gespräche und Versprechungen. Und vergessen wir nicht, dass noch Ende 2021 nach dem Gespräch Biden-Putin informiert wurde, dass sich beide Präsidenten im Januar nochmal treffen wollen. Es war sogar die Variante eines persönlichen Treffens im Gespräch. Lavrov informierte auf der Pressekonferenz nach Abschluss des Treffens, dass man von den Amerikanern wieder und wieder die altbekannten Informationen und Argumente gehört habe. Weiterhin wurden neue Anschuldigungen an die Adresse Russlands vorgelegt, wo man das Land beschuldigt, die Weltöffentlichkeit mit einer Propagandakampagne ungeahnten Ausmaßes in die Irre zu führen. Lavrov meinte, dass es unmöglich sei, all den Unfug, der dort geschrieben steht, zu lesen oder zu kommentieren. Mit anderen Worten, die Differenzen und Anschuldigungen an die Adresse Russlands werden mit jedem Treffen größer und größer. Und die Zeit läuft und läuft und läuft. Dabei hat Lavrov bereits die richtigen Schlussfolgerungen gezogen. Er meinte auf der Abschlusspressekonferenz in Genf, dass die Erfahrungen mit seinen westlichen Kollegen zu Fragen der europäischen Sicherheit zeigen, dass die Liste der nicht erfüllten Versprechungen länger und länger wird. Wozu also noch weitere Gespräche, damit die Liste noch länger und länger wird? Blinken kommentierte, dass man der russischen Seite einige Ideen zur Lösung der Probleme mitgeteilt habe.
Schriftlich will man das alles bis 30. Januar formulieren. Und dann können die Gespräche fortgesetzt werden. Glaubt Blinken. Damit sind wir dann wieder bei der altbekannten Praxis, die Gespräche werden über einen unendlichen Zeitraum geführt, bis der russische Bär sich wieder in seinen Winterschlaf begibt. Vielleicht wird es Zeit, so ab dem 1. Februar, parallel zu den weiteren diplomatischen Aktivitäten schon mal mit den russischen Antwortvarianten zu beginnen. Die sind natürlich nicht schriftlich, sondern militärisch materialisiert. Jeden Monat ein kleines Detail für die Komplettierung der Sicherheit Russlands ergänzen. Vielleicht hat dies Einfluss auf die Intensität und Resultativnost der Gespräche. Wie wichtig es ist, dass Russland parallel zu den Gesprächen beginnt zu handeln, zeigt eine weitere Meinungsäußerung des amerikanischen Außenministers. Dieser meinte, wie nicht anders zu erwarten, dass man sich gemeinsam mit den Verbündeten um das Schicksal und die Sicherheit der Ukraine kümmern werde. Daran geht kein Weg vorbei. Und man ist auch zu keinerlei Handel in dieser Frage bereit. Mit anderen Worten, die USA mit ihren Verbündeten sind nicht kompromissbereit. Und somit braucht man auch von Russland keine Kompromissbereitschaft einfordern. Leben ist bekanntlich geben und nehmen. Russland sollte somit für seine Sicherheit an der russisch-ukrainischen Grenze sorgen. Ob man dafür 100.000 oder besser 150.000 Soldaten braucht, muss der russische Generalstabschef entscheiden. Blinken bezeichnete das Gespräch mit Lavrov als offen und substanziell. Er glaubt auch erkannt zu haben, dass Lavrov die Positionen der USA nach dem Gespräch besser verstanden hat. Aber auch er habe die russischen Positionen besser verstanden. Deshalb war das Gespräch heute wertvoll. So Blinken. Wenn dem so ist, so steht für den ganz normalen Medienkonsumenten die Frage, warum denn dieses wertvolle und substanzielle Gespräch bereits nach 1,5 Stunden endete, wesentlich früher als eigentlich geplant. Na, vermutlich hatte man sich nichts mehr zu sagen und beschäftigt sich jetzt mit anderen Dingen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Tschüss und Paka aus Kaliningrad.